Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und unser Thema heute Picea orientalis aurea. Aurea, aureum, das heißt wohl Gold und so ist das die orientalische Goldfichte. Jetzt, wenn man genau mal sich die Nadeln anschaut, so haben die so ein bisschen einen gelblichen Hauch. Die Nadelspitzen sind etwas gelblich gefärbt, aber der Name kommt eigentlich vom ganz, ganz gelben frühen Austrieb im Frühling, der jetzt gerade beginnt. Der ist wirklich gelb, gelber als gelb und von daher dieser Name Aurea. Das vergrünt dann im Verlauf des Sommers, Herbsts und im Frühjahr dann wieder kommt dieser wunderschöne, zierliche, könnte man sagen, Austrieb ganz in Gelb. Die Goldfichte, die orientalische Goldfichte, wird ca. 5-6 Meter hoch, kann also schon sehr hoch werden. Die Seitentriebe, wenn sie älter sind, hängen etwas herunter. Wie gesagt, dann im Frühjahr mit dem gelben Spitzenaustrieb. Und das Ganze hat eine sehr schöne, anmutige Wirkung, wenn man genügend Platz hat. Nicht vergessen, diese Fichte wird auch 5-6 Meter hoch.